das Land tiefer liegt als die See, führen Menschen einen ewigen Kampf gegen das Meer. Bei Sturm verschlingen die Fluten die Erde oder das Meer dringt über die Mündung großer Flüsse in das Innere des Landes, überschwemmt Ackerflächen und versalzt den Boden und das Süßwasser der Binnenseen. Dann gibt es keine Ernte, das Trinkwasser wird knapp und die Menschen sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Holländer hatten alle Schrecken der Nordsee erlitten. Städte waren ertrunken, Dörfer weggespült und weite Gebiete waren versumpft. Aber sie gaben ihre Heimat nicht auf. Im 15. Jahrhundert begannen sie, Gräben auszuheben. Das Wasser konnte bei Flut einlaufen und bei Ebbe wieder abfließen. Ein Reisender aus der Schweiz wunderte sich, in der Provinz Holland ist alles bis hin zur Landschaft künstlich angelegt. Ein Spanier meinte, dieses Land sei nicht wirklich, sondern poetisch. Bald war die Küstenregion durchzogen von Gräben und Kanälen. Der Meeresschlick lagerte sich ab. Darüber entstanden neue, fruchtbare Weideflächen. Aber Holland war klein. Das wenige Getreide ernährte nicht alle Bewohner. Deswegen bauten sie Pflanzen an, die sich mit hohem Gewinn verkaufen ließen. Hanf, Flachs und Tabak. Ihre Handelsschiffe segelten nach Schweden und nach Spanien. Im 16. Jahrhundert wurden die ehemals armen Holländer von allen Staaten um ihren Reichtum beneidet. In Naarden bei Amsterdam kann man die große holländische Zeit nachempfinden. Die Stadt ist planvoll angelegt mit schnurgeraden Straßen, die sich rechtwinklig kreuzen. Für glanzvolle Schlösser und himmelstürmende Kathedralen hatten die Holländer wenig Sinn. Ihre Bauten waren vornehm, aber bescheiden. Die holländischen Kaufleute investierten ihr Geld in große Handelsunternehmen. In diesem vom Wasser zerteilten Land waren die Bürger gewohnt, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Jede Stadt hatte eine eigene Regierung und achtete auf ihre Freiheit. Eine machtvolle Landesgewalt gab es nicht. Holland war eine von 17 freien Provinzen, die zusammen die Niederlande bildeten. Sie gehörten Mitte des 16. Jahrhunderts rechtlich zum Deutschen Kaiserreich. Politisch aber unterstanden sie dem spanischen König Philipp II. Philipp wollte die einzelnen niederländischen Gebiete zusammenfassen zu einem modernen Staat mit zentralen Behörden. 1572 befahl er eine Steuer von 10% auf alle beweglichen Güter. Die Kaufleute waren empört über diese Missachtung ihrer Freiheiten. Sie erhoben sich und verweigerten dem Spanier die Gefolgschaft. Es begann der 80-jährige Kampf der Niederländer um ihre Unabhängigkeit. Naarden erlebte die entsetzlichsten Jahre seiner Geschichte. Philipp schickte spanische Truppen und ließ die Aufständischen zu Tausenden ermorden. Kein Künstler wagte damals zu malen, was in den Städten geschah. Er wäre von den Spaniern getötet worden. Peter Bruegel gab seiner Schreckensvision einen biblischen Namen: Triumph des Todes. Kam den wirklichen Gräueltaten sehr nahe. Wegen eines politischen Konfliktes allein wäre es zu diesem Blutbad nicht gekommen. Aber Philipp, der Spanier, hatte noch ein anderes Ziel.
Er wollte mit der Staatsmacht auch den katholischen Glauben durchsetzen. In den Niederlanden lebten zu viele Ketzer, wie er die Protestanten schimpfte. Man müsse sie alle ausrotten. Aber die radikalen holländischen Calvinisten waren genauso unversöhnlich wie Philipp. Der politische Kampf steigerte sich zu einem fanatischen Glaubenskrieg, der ganz Europa erfasste. Il Gesù in Rom ist die Mutterkirche des Jesuitenordens. Hier liegt Ignatius von Loyola begraben, der den Orden gründete. Mit Waffengewalt allein ließ sich der katholische Glaube nicht durchsetzen. Das wusste Ignatius. Er wollte die Menschen überzeugen, dass das wahre Christentum nur in der alten katholischen Kirche gelebt werden könne. Die Missstände in dieser Kirche, die zu Luthers Reformation geführt hatten, leugnete Ignatius nicht. Man unterweise die Priester in der richtigen Lehre, predige wieder überzeugend und betreibe Seelsorge. Nur dann sei die alte Kirche und das Papsttum zu retten. Ignatius und seine Jesuiten wirkten auf die an ihrer Kirche Zweifelnden wie eine Befreiung. Peter Paul Rubens hat diese Empfindung auf einem großen Altarbild gemalt. Ignatius steht wie ein Erleuchteter über den Gläubigen. Unheilbar Kranke, Epileptiker und Irrsinnige erhoffen Heilung. Ignatius vollbringt das Wunder. Er treibt die Dämonen aus den Besessenen und befreit die Geplagten von all ihren Leiden. Die Teufel entfahren den gequälten Leibern. Um jede einzelne Seele kämpften die Jesuiten. Vor allem um diejenigen, die vom schrecklichen Geist Luthers befallen waren. Eine umfassende Reinigungsbewegung lief durch die katholische Kirche. Der Papst selbst trieb die Erneuerungen voran. Er rief die Bischöfe der Welt nach Trient in Italien zu einem Konzil. Um alle Religionsfragen, die das 16. Jahrhundert bewegten, wurde gerungen. Die katholische Kirche grenzte ihre Glaubenssätze präzise von den protestantischen Lehren ab. Die Kirchenführung wurde fortan unter römischer Leitung in besonderen Hochschulen ausgebildet. Einfache Priester mussten Seminare besuchen, die von Jesuiten eingerichtet wurden. Das Trienter Konzil befestigte das Papsttum. Deshalb geriet die katholische Kirche später nicht in dem Ausmaß wie die protestantische in die Abhängigkeit der weltlichen Landesherren. Selbstbewusst verließen die Konzilsteilnehmer 1563 Trient. Sie waren entschlossen, sich der Ausbreitung des protestantischen Glaubens zu widersetzen und den Kampf gegen die lutherischen Ketzer aufzunehmen. Diese Gegenreformation begann im Gotteshaus. Dort hingen noch Bilder aus dem Mittelalter. Maria bändigt das Einhorn, ein Symbol für die Menschwerdung Christi. Ein fragwürdiges Bild. Was sollte der Gläubige denken, wenn er sah, wie sinnlich Marias Hand den glänzenden Schaft des Hornes umfängt? Hier war Erotik im Spiel. Solche Bilder wurden verboten. Man entfernte die Einhornjagd aus der Kirche und verkaufte sie an einen Privatmann, der in die obere Ecke seinen Namen kritzelte. Ingolstadt war eine der wenigen Hochburgen des alten Glaubens in Deutschland. Das Liebfrauenmünster gehörte zur Jesuitenuniversität. Im Jahre 1572 wurde ein neuer Altar aufgestellt. Beim Gottesdienst blickten die Studenten auf ein prächtiges Mariengemälde. Von Heiligen umgeben, schwebt Maria in einer himmlischen Sphäre. Unter ihr auf der Erde hat sich eine fürstliche Familie zum Gebet versammelt. Der Herzog von Bayern, Albrecht V., im Kreise seiner kleinen Kinder, Karl und Friedrich, seiner Ehefrau Anna und der Tochter Maria. Dieses Gemälde war ein Kampfbild. Zu viele Deutsche bekannten sich zu Luther. Der Bayer aber stritt für die katholische Sache, für Maria. Die Frauenkirche in München hatten stolze Bürger im Mittelalter gebaut. Um 1600 waren sie arm. Der bayerische Herzog forderte hohe Steuern. Er ließ Bürgerhäuser abreißen und dafür Kirchen errichten. Maximilian I., ein Enkel Albrechts, besaß die größte Residenz des Reiches. Er wollte Bayern zu einem katholischen Musterstaat formen. Über einen großzügig angelegten Treppenaufgang führte der Herzog die Besucher seiner Residenz in den Festsaal des oberen Geschosses. Maximilian demonstrierte eine Kultur, wie sie nicht einmal im kaiserlichen Wien gepflegt wurde.
Seine Gäste sollten spüren, dass Bayern eine führende Rolle in Europa beanspruchte. Sie schritten an Karl dem Großen vorbei, den man wahrhaftig für einen Ahnherrn der bayerischen Herzöge hielt. Dann fiel der Blick auf Ludwig den Bayern. Er war im 14. Jahrhundert Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewesen. Solche Vorfahren verpflichteten Maximilian zu großen Taten. Seinen Festsaal hielt er bei allem Glanz im Detail bescheiden. Frühmorgens um 4 Uhr sitzt Maximilian über seinen Akten. Er befiehlt allen Untertanen, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen. Wer flucht, wird mit Zungenausreißen bestraft. Wiederholter Ehebruch führt zur Enthauptung. Spitzel kontrollieren das Volk, die Adligen und die Bischöfe. Maximilian will seine Bürger zu vorbildlichen Katholiken erziehen. Wie brennende Kerzen, so der Herzog, verzehre er sich, um anderen zu leuchten. Er verbessert die Verwaltung. Die Staatskasse füllt sich, was auch dem Heer nützt. Maximilian führte Bayern an die Spitze des Reiches. Die Jesuiten halfen ihm. Petrus Canisius hatte in München ein Kolleg gegründet. Seine Schulen boten kostenlosen Unterricht und ausgezeichnete Lehrinhalte, vom Sport über modernen Ackerbau bis zur Philosophie. Canisius schrieb seinen kleinen Katechismus für die Jugend des Landes. Die jüngsten Schüler lasen den kleinsten Katechismus und die Studenten den großen. Diese Bücher sollten Volk und Adel im katholischen Glauben festigen. 300 Jahre lang blieb der Canisi das maßgebliche Schulbuch im katholischen Deutschland. Zum ersten Mal waren in klarer und schöner oberdeutscher Sprache Glaubensbekenntnis, Gebete und Gebote dargestellt. Der helle Glanz christlicher Wahrheit, heißt es im Vorwort, durchscheine Land und Leute. Canisius kannte sein Volk. Es war durch und durch abergläubisch. Und das nach über 800 Jahren christlicher Unterweisung. Immer noch glaubten die Menschen an Zeichen und Wunder der Natur. Dämonen geißelten die Menschheit mit Viehseuchen, Missernten und Fehlgeburten. Überall böse Kobolde, kleine Teufel in jeder Gestalt. Der Kessel brodelt, Graben schwimmen auf dem Trunk, Fäden sind zu einem Nestel geknüpft, hier wird gezaubert. Ein Dämon hat von der Frau Besitz ergriffen. Er verleiht ihr unnatürliche Kräfte und verwandelt sie in eine Hexe. Mitternachts schleicht sich die Hexe in den Wald, wo andere Frauen warten und auch Männer. Es erscheint der Oberteufel in Gestalt eines Bockes. Auf dem Kreuzweg liegend geben sich die Weiber dem Satan hin. Danach packen die Hexen ihre Mitbringsel aus, neugeborene Kinder. Sie werden geschlachtet und in schauerlichen Zeremonien verzehrt. Der Hexenplatz liegt auf dem Wurmberg bei Braunlage. Nach dem Sabbat unterweist Satan seine Anhänger in Teufelskünsten. Sie lernen Hagelschauer erzeugen, um Ernten zu vernichten. Shakespeare war Zeitgenosse. Er hat die Magie beschrieben. Eibenreis vom Stamm gerissen, in des Mondes Finsternissen, Hand des neugeborenen Knaben, den die Metz erwürgt im Graben, dich soll nun der Kessel haben. Tiger eingeweiht hinein und der Brei wird fertig sein. Abgekühlt mit Pavians Blut wird der Zauber stark und gut. Hätte Shakespeare seinen Macbeth in Nördlingen geschrieben, wäre er als Hexenmeister verbrannt worden. Rebecca Lemp lebte um 1600 in Nördlingen. Sie war eine unbescholtene Bürgerin und glaubte wie alle, dass der Teufel von den Menschen Besitz ergreifen könne. Eines Tages drangen Büttel des Stadtrates in Rebeccas Haus. Irgendjemand hatte sie als Hexe verleumdet. Rebecca Lemp wurde ins Gefängnis geworfen und angeklagt. Aus dem Kerker schreibt sie ihrem Mann: Mein Herz, lieber Schatz, ich bin unschuldig. Wann man mir nicht glaubt, so wird Gott ein Zeichen tun. Später ein zweiter Brief: O du Herz, lieber Schatz, schick mir etwas, dass ich sterb. Ich muss sonst an der Marter verzagen. Rebecca Lemp wurde gefoltert, bis sie gestand.
Das Todesurteil bekam sie schriftlich. Keine Frau in Deutschland war vor dem Scheiterhaufen sicher. Es ist bis heute unerklärlich, was einen kollektiven Irrsinn wie den Hexenwahn auslöst. Die Kirche hatte ihn immer bekämpft. Aber nun waren selbst Theologen vom Hexenglauben besessen, vor allem protestantische. Einzelne Gegenstimmen mutiger Jesuiten verhallten ungehört. 1601 unternahm Maximilian von Bayern einen letzten Versuch, Katholiken und Protestanten zusammenzuführen. Jesuiten aus Ingolstadt vertraten die altgläubige Seite gegen die gesamte protestantische Gelehrsamkeit. Man diskutierte auf Latein, was dazu führte, dass die Schimpfwörter gebildeter klangen. Versipellis, Wechselbalg, schleuderte ein Jesuit seinem Gegenüber ins Gesicht, der mit Antichrist antwortete. Das Gespräch wurde abgebrochen. Prag, die Hauptstadt Böhmens, am 23. Mai 1618. Eine Revolution bricht aus. Radikale Protestanten und wie in Holland Calvinisten stürmen zum Palast des böhmischen Herrschers. Der König ist nicht anwesend. Er regiert gleichzeitig als Kaiser des Deutschen Reiches in Wien. Auf Gewalt ist die Burgbesatzung nicht vorbereitet. Die Anführer der heranstürmenden Protestanten sind angesehene Leute. Aber diese Männer reden nicht lange. Mit dem Ruf nach Freiheit von der kaiserlich-habsburgischen Unterdrückung packen sie drei kaisertreue Beamte und werfen sie aus dem Fenster. Ein Misthaufen unten rettet den Unglücklichen das Leben. Dieser Prager Fenstersturz hatte unabsehbare Folgen. Die Böhmen befreien sich vom habsburgischen König und suchen einen neuen. Der Kurfürst von der Pfalz in Heidelberg ist bekannt als Vorkämpfer für die protestantische Sache und als Gegner des Kaisers. Pfalzgraf Friedrich V. aus Heidelberg lässt sich 1619 in Prag zum böhmischen König erheben. Am selben Tage brechen in Ungarn und später in Österreich weitere Aufstände gegen die Herrschaft des katholisch-habsburgischen Kaisers aus. Seit langem wurden die Kaiser von den sieben Kurfürsten gewählt. Dieses Kolleg war konfessionell gespalten. Brandenburg gehörte ebenso wie Sachsen und die Rheinpfalz mit seinem Grafen Friedrich V. zur protestantischen Partei. Auf katholischer Seite standen drei geistliche Fürsten, die Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz. Den Ausschlag bei einer Kaiserwahl gab die Stimme Böhmens, das bisher zur katholischen Richtung gehörte. Nun aber ist Friedrich V. böhmischer König und die Protestanten verfügen über die Mehrheit im Kolleg der Kurfürsten. Diese Lage ist für das katholische Kaiserhaus in Österreich unerträglich. Bei der nächsten Wahl wäre es um ihr Kaisertum geschehen. Am 18. November 1620 sitzt König Friedrich V. in seiner Prager Burg zur Tafel. In derselben Stunde verbluten seine Soldaten vor den Toren der Stadt am Weißen Berg. Sie kämpfen eine Stunde lang vergebens. Ein übermächtiges katholisches Heer erobert Böhmen für den Kaiser zurück. Die siegreichen Soldaten stammen aus allen Ländern Europas. Ihren Sold erhalten sie allein vom bayerischen Herzog Maximilian, zahlt für den in Geldnot geratenen Kaiser. Er hofft auf großzügige Entschädigung. Am Tag nach der Schlacht rücken die Sieger in die Hauptstadt ein. Ein Prager berichtet, den elenden Zustand all hier kann man nicht beschreiben. Das Morden hat kein Ende. Es verrät ein Nachbar den anderen. Sie zwingen die Leute zum Geldgeben. Wo nichts ist, so sind sie ihres Lebens nicht sicher. Auf Befehl des Kaisers werden 24 prominente Adlige und Bürger nach einem Schauprozess öffentlich enthauptet und dann gevierteilt. Drei weitere werden gehängt. Drei Viertel aller böhmischen Ländereien wechseln in die Hände kaisertreuer katholischer Zuwanderer über. 150.000 Deutsche und Tschechen werden vertrieben. Niemand in Böhmen wagt jemals wieder eine Revolution. Friedrich V. floh nach Holland. Maximilian triumphierte. Vom Kaiser erhielt der Bayer als Anerkennung für seine Hilfe die Kurwürde, die Friedrich von der Pfalz aberkannt worden war. Dann präsentierte der Herzog eine Rechnung von 12 Millionen Talern Kriegskosten.
So viel Geld besaß der Kaiser nicht. Als Pfand übertrug er Bayern die Oberpfalz, die Friedrich bis dahin gehörte. Der kaiserlichen Willkür setzten die Protestanten Gewalt entgegen. Der Krieg ging weiter. Die Soldaten Maximilians und seiner Verbündeten trieben die Anhänger Friedrichs des V. vor sich her Richtung Norden. Ein Beamter des bayerischen Herzogs erklärte, nun muss man dasselbe tun, was Karl der Große einst getan, als er das ganze Land vom Heidentum zum rechten Glauben geführt hatte. Alle Kirchenglocken im eroberten Feindesland gehörten dem Artilleriemeister. Er schmolz die Bronzestücke um zu Kartaunen, Haubitzen und Mörsern. Auf 1000 Soldaten kamen 5 Geschütze, jedes bis zu 50 Zentner schwer. Gezielt wurde nach Tabellen über Kimme und Korn. Beim waagerechten Kernschuss genügte das Auge. Der Göllschuss war so gerichtet, dass die gusseiserne Kugel vor dem Feind aufprallte, weiterrollte und Breschen in die gegnerischen Haufen riss. Reichweite 1500 Meter. Durchschlagskraft 80 Zentimeter Eichenholz. Man feuerte Hohlkugeln mit Sprengladungen, Brandkugeln und Geschosse mit gehacktem Blei. Verletzungen wurden mit kochendem Öl behandelt. (1625) tritt Wallenstein auf. Er war reichster Mann Böhmens geworden durch die Enteignung der Protestanten. Wallenstein bietet seinem Kaiser an, ein Heer aufzustellen. Deutschland soll ein Staat sein unter Führung des Kaisers. Hocherfreut lässt der Kaiser den Wallenstein gewähren. Er möchte nicht in zu starke Abhängigkeit von Bayern geraten. Potzblut, wie haben wir gesoffen! Wallenstein bietet den Soldaten freies Leben und hohen Sold. Beim Flöhesuchen, der eine Protestant, der andere Katholik. Wallenstein nimmt jeden auf. Gesellen mit ihren Frauen, Bauernburschen, Reiter aus Griechenland, polnische Husaren und Kosaken. 24.000 Mann, jeder frei von Steuerlasten, jeder mit eigener Waffe und reicher Abenteuerlust. Wer sich für gutes Geld anwerben lässt, gehört dazu. Er hat Teil am Ansehen der adligen Offiziere, die auf den überragenden Feldherrn Wallenstein schwören. Kinder laufen im Lager herum. Jahrelang ziehen sie hinter den Regimentern ihrer Väter her. Gemeinsam mit vielen durch den Krieg Entwurzelten, den Händlern, Knechten, Dirnen, Marketenderinnen und allen, die von der Beute der Soldaten profitieren. Die Bagage ist oft größer als die Truppe. Man rechnet mit einer Marschleistung von 6 Kilometern am Tag. Wallenstein schafft einmal 3 Wochen lang jeden Tag 30 Kilometer. Ans Ziel kommt nur ein Viertel seiner Streitmacht. Der Rest ist an Entkräftung gestorben oder desertiert. Zwischen 1620 und 1630 erobern die katholischen Mächte nahezu ganz Deutschland. Ihre Gegner finden keine gemeinsame Politik. Einige leisten Widerstand, andere bleiben neutral. Mancher protestantische Fürst verbündet sich sogar mit dem Kaiser, weil ihm Land versprochen wird. Je länger der Krieg dauert, desto weniger ist von Religion die Rede. Dass Wallenstein nach Norddeutschland vordringen kann, ist auch seinem Stabschef zu verdanken, einem Protestanten. Misstrauisch verfolgt das Ausland die Entfaltung kaiserlicher Macht. 1628 hat sie den Norden erreicht. Nun drängt Wallenstein zum Frieden. Jenseits der Ostsee drohen die Schweden mit einem Angriff. Der kaiserliche Feldherr weiß, dass das protestantische Schweden eine Vorherrschaft der katholischen Habsburger im Norden nicht hinnehmen kann.
Aber sein Kaiser verschärft die Spannungen. Er will die eroberten Bischofssitze mit Freunden besetzen, um seine Macht noch weiter zu steigern. Im Juli 1630 erscheint auf Usedom der schwedische König mit 12.000 Soldaten. Gustav Adolf befehligt abgehärtete Nordländer, die auch im Winter kämpfen können. Der König will ein schwedisches Imperium errichten. Er führt Krieg mit Polen und fürchtet, der deutsche Kaiser könne eingreifen und die schwedische Vormacht beenden. Nach seiner Landung lässt Gustav Adolf verbreiten, er käme, Deutschland vom katholischen Joch zu befreien. Sein Bündnis mit einem Katholiken verschweigt er. Kardinal Richelieu, ein Staatsmann mit vielen Gesichtern, leitet Frankreichs Politik. Richelieu übernimmt einen Teil der Kosten für die schwedische Kriegführung. Er hilft jedem Gegner des Kaiserhauses, denn Frankreich ist ringsum von habsburgischen Ländern bedroht. Von Usedom aus dringt die schwedische Armee nach Süden vor. Sie schießt dreimal schneller als der Feind und ist viel besser ausgebildet. Die Schweden treiben die Kaiserlichen unter schweren Kämpfen zurück. Damit beginnt ein einzigartiger Siegeslauf Gustav Adolfs nach Süden. Dennoch jubeln nicht alle Protestanten, denn Gustav Adolf lässt sich den Krieg hoch bezahlen. Er verspricht, die Freiheit der Fürsten zu achten, aber darf man ihm trauen? Ein Jahr nach seiner Landung erobert der Schwede Bayern. Sogar Frankreich ist besorgt. Wohin wird sich Gustav Adolf nun wenden? Richtung Osten nach Österreich und Böhmen? Oder Richtung Westen auf den Rhein zu? Frankreich rüstet auf, spanische Truppen greifen ein und der Krieg geht weiter.1632 marschiert Wallenstein mit 30.000 Mann nach Sachsen. Er will Gustav Adolf von seinem Verbündeten abschneiden. Am 14. November steht er bei Lützen zwischen Leipzig und Naumburg. Der Winter ist nah. Wallenstein sucht Quartiere für seine Soldaten. Er rechnet nicht mit einem Angriff der Schweden und lässt Teile seiner Armee abrücken. Zwei Tage später erscheint das Heer Gustav Adolfs. Eine Schlacht ist unvermeidlich. Wallenstein schickt seinem bereits abziehenden General Graf Pappenheim einen Eilbefehl. Der Feind marschiert hereinwärts. Der Herr lasse alles stehen und liegen und inkaminiere sich herzu mit allem Volk. Pappenheim steckt das Schreiben ein, springt zurück und wirft sich gegen die Schweden. Er wird tödlich getroffen und stürzt vom Pferd. Als man den Brief aus dem Waffenrock herauszieht, ist er von Blut durchtränkt. Die dunklen Flecke sind noch heute sichtbar. Gustav Adolf reitet mit der Reserve seinem linken Flügel zu Hilfe.
Da zerschmettert ein Musketenschuss seinen linken Arm. Er kann sein Pferd nicht zügeln und es prescht davon, mitten in die kaiserlichen Truppen hinein. Die Feinde können dieses Glück nicht fassen. Sie zücken ihre Säbel, bereit auf den Schweden einzuschlagen. Gepanzerte Reiter umringen ihn, es gibt kein Entkommen. Der König bemerkt sein Verhängnis zu spät. Er ist kurzsichtig und kann sich nicht wehren. Es wird geschossen und gestochen, bis Gustav Adolf tot ist. Später findet seine unbekleidete Leiche auf dem Acker liegend. So jedenfalls soll er gewesen sein. Die Schlacht bei Lützen endete unentschieden. Plündern zogen Soldaten durch Deutschland. Wer etwas besaß, versteckte seine Habe. 1912 stieß ein Arbeiter in Kulmbach auf Metall. Er grub weiter und entdeckte einen Schatz. Pörbitscher Schatz besteht aus feinem, vergoldetem Tafelsilber. Nur bei besonderen Festlichkeiten wurde aus den Pokalen getrunken. Zu allen Zeiten haben die Herrschaften mit Kostbarkeiten repräsentiert. Aber im 16. und 17. Jahrhundert erreichten prunkvolles Gehabe und Verschwendungssucht einen Höhepunkt. Die Deutschen litten unter der Glaubensspaltung, unter wirtschaftlichen Krisen. Und sie fühlten sich einer undurchschaubaren Politik ausgeliefert. Eine Sehnsucht nach Autorität, nach festen Regeln und Formen ergriff die Menschen. Bei Tisch galt eine strenge Etikette. Förmlichkeit prägte alle Lebensbereiche. Als ein Graf Hochzeit feierte, setzte er seinen Gästen 1000 Hammel und hunderte von Schweinen und Rindern vor. Weit mehr, als die Gesellschaft verzehren konnte. Verschwendung war Pflicht. Die Gäste unterhielten sich in formelhaften Wendungen. Haben eure wohlgeborenen Gnaden geruht, angenehm zu speisen? Die Lübecker Ratsherren trugen Einheitstrachten mit gestärkten Halskrausen. Eifersüchtig wachten sie über ihre Titel, Ränge und Privilegien. Der Maler Hans Hemsen reichte dieses Bild als Probestück seines Könnens ein. Er war Geselle und bat den Rat um die Erlaubnis, Meister zu werden. Mit allen Rechten, vergeblich. Jeder Stand grenzte sich streng von den anderen ab. Bei den Soldaten konnte man aufsteigen. Wallenstein hatte das bewiesen. Nach seinen glänzenden Siegen nahm er in Eger in Böhmen Quartier. Er wollte einen Frieden mit den Schweden abschließen und er begann, Kriegsgefangene freizulassen. In der Sturmnacht vom 25. Februar 1634 brechen kaiserliche Offiziere die Tür auf und dringen in das Haus. Wallenstein, dieser Verräter, muss sterben, brüllen sie den Wachen entgegen, die Widerstand leisten. Aber der Überfall ist gut vorbereitet. Nach kurzem Handgemenge sind die Wachen niedergemacht. An den Sterbenden vorbei springt der kaiserliche Hauptmann Deveroux die Treppe hinauf in Wallensteins Gemach. Und da steht er, Wallenstein, hastig angekleidet. Du schlimmer, alter, meineidiger, rebellischer Schelm, ruft der Mörder seinem Opfer zu und stößt dem Gnadeerflehenden die Hellebarde in den Körper. Der Kaiser deckte den Mord. Er war überzeugt, sein General hatte mit dem Feinde verräterische Absprachen getroffen. Der Kaiser aber wollte den Krieg bis zum endgültigen Sieg fortsetzen. Bei Nördlingen wurde am 5. September 1634 die letzte große Schlacht geschlagen. Auf dieser Anhöhe hatten sich spanische Soldaten verschanzt, die mit dem Kaiser verbündet waren. Im Morgengrauen griffen schwedische Brigaden mit einigen tausend Mann den Hügel von unten her an. Sie wurden zurückgeschlagen und versuchten es erneut. 12.000 Schweden verbluteten bei Dutzenden von Attacken gegen die erhöhten Stellungen. Am Ende war die schwedische Streitmacht vernichtet. Die Vormachtstellung der Habsburger in Europa schien wieder gefestigt.
Deshalb trat Frankreich offen in die Kämpfe ein. Jahre noch überzogen die Armeen das ausgeblutete Deutschland. Endlich nach 30 Jahren Krieg kam der Frieden. Am 15. Mai 1648 öffnete sich die Tür des Rathauses in Münster zu einer feierlichen Zeremonie. Die Gesandten des spanischen Königs und die Vertreter der Vereinigten Niederlande versammelten sich zur Unterzeichnung eines Vertrages. 80 Jahre lang hatten die nördlichen Provinzen um ihre Freiheit gekämpft. In Münster erhielten sie die volle und endgültige Anerkennung als freie und souveräne Staaten. Der spanische König verzichtete auf seinen Herrschaftsanspruch für alle Zeit. Der Maler Terborch war damals anwesend. Er hielt den erhabenen Augenblick fest, als die Niederländer ihre Hände zum Schwur erhoben. Zur selben Zeit verhandelten in Münster und Osnabrück die Gesandten des Kaisers, Frankreichs, Schwedens, Dänemarks und die Vertreter der katholischen und protestantischen Reichsstände. Alle Konflikte sollten gelöst werden. Das Gleichgewicht der europäischen Mächte, das Verhältnis des Kaisers zu den deutschen Territorien und die Religionsfrage. Am 24. Oktober 1648 besiegelten sie den Westfälischen Frieden. Für Deutschland war er ein Reichsfundamentalgesetz und für Europa eine Friedensordnung auf der Grundlage gleichberechtigter Staaten. Einige Territorien, die seit Jahrhunderten zum Reich gehört hatten, erlangten 1648 ihre Unabhängigkeit. Neben den Niederlanden trennte sich auch die Schweizer Eidgenossenschaft vom Kaiser. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts hatten die Schweizer um ihre Unabhängigkeit vom Habsburger Herrscher gerungen. Kleine Gebiete am Rhein erhielten die Franzosen. Diese Länder im Elsass boten Frankreich später den Vorwand für seine Expansion nach Osten. Schweden bekam Teile des Reiches im Norden, Vorpommern, die Stifte Bremen und Verden sowie einige Städte. Spanien behielt nach wie vor die südlichen Niederlande und einen Teil des alten Burgund. Frankreich erwarb lothringische Bistümer als Entschädigung für seine Kriegskosten. Der Frieden schwächte den Kaiser. Als Erzherzog von Österreich griff er über die Reichsgrenze hinaus nach Südosten. Die Hohenzollern in Brandenburg-Preußen wollten aus ihrem Streubesitz einen Gesamtstaat formen. Was der Kaiser davon hielt, interessierte sie nicht. Nach 1648 bestand das Reich aus über 300 selbstständigen Herrschaftsgebieten. Die kleinsten umfassten nur einige Dörfer. Deutschland war endgültig in eine Vielzahl von machtvollen Landeshoheiten zersplittert. Auch der Streit der Religionen wurde beigelegt. Im Norden erhielten die Protestanten ihre Besitztümer zurück. Der Süden und Westen blieb weitgehend katholisch. Niemand hatte noch ein Interesse, um religiöser Überzeugungen willen Krieg zu führen. Der Calvinismus wurde als gleichberechtigt anerkannt. Religion und Politik waren versöhnt. Festliche Stimmung verbreitete ein neuer Leuchter, in Augsburg eingekauft. Er glänzt silbern, besteht aber aus Messing. Man musste sparen.
Puunlue war einer der zahlreichen Miniaturstaaten, die sich unter dem Schutz des Westfälischen Friedens entfalten konnten. Es gab über 100 Reichsgrafen, fast ebenso viele Reichsstädte und Reichsklöster und 1700 ritterschaftliche Territorien. Sie boten Raum für Musik, Poesie und Kunst. Nach dem Schrecken des Dreißigjährigen Krieges wuchsen in diesen kleinen Welten Kräfte heran, die Deutschland zurückführten in den Kreis der Kulturnationen.